zum Wetter haben wir ja schon gemacht, nämlich Neuschnee, Lawinengefahr und spiegelglatte Fahrbahnen. Also passen Sie auf. Über der Nordsee braut sich ein Sturmtief zusammen und löst in weiten Teilen Deutschlands Unwetterwarnungen aus. Denn es bringt uns nicht nur Sturm, sondern auch kräftige Schneefälle. Außerdem lenkt das Tief wieder mildere Atlantikluft heran und in den Niederungen verwandelt sich die weiße Pracht in Matsch. In Nord- und Osteuropa rieselt am Freitag bei Minusgraden weiterhin Schnee. Südlich der Alpen scheint dagegen meist die Sonne bei zweistelligen Plusgraden. In der Südhälfte Deutschlands erwarten wir heute Nacht ein Schneechaos. Sturmböen, die Bäume umknicken oder dicke Äste abbrechen können, verschärfen die Situation. Gleichzeitig zieht mit der nachfließenden Atlantikluft von Nordwesten Regen heran. Morgen kann es selbst in den Hochlagen etwas regnen. Am Nachmittag sind in der Nähe der Nordsee auch ein paar Gewitter möglich. Im Süden Deutschlands fällt am frühen Nachmittag aber noch mehr Schnee als Regen und die Berge werden ihr winterlich weißes Kleid behalten. Je weiter wir nach Norden vordringen, desto mehr Regentropfen mischen sich unter den Schnee. In der Nähe von Hannover hat die milde Atlantikluft dem Wintertreiben schon ein Ende bereitet. An der Nordsee und auf den Bergen stürmt es morgen, sonst bläst der Südwestwind frisch bis stark. Minus 5 Grad heute Nacht am Alpenrand, im übrigen Land minus 2 bis plus 4 Grad. Morgen reichen die Werte von 3 Grad an der Donau bis 8 Grad am Niederrhein. Ab Samstag wird es wieder kühler. Bei einer Mischung aus Wolken und etwas Sonne gibt es gelegentlich ein paar Schneeschauer. An Silvester meist trocken bei minus 3 bis plus 2 Grad. Soweit die Tagesthemen. Das Nachtmagazin mit Katharina Wolkenhauer kommt um 0.30 Uhr. Und hier geht es jetzt weiter mit Maximilian Schelz, weltberühmtem Film über Marlene Dietrich. Porträt eines Mythos heißt er im Untertitel und war 1984 in der Kategorie Bester Dokumentarfilm für den Oscar nominiert. Polizeiobermeister Kalle Köpers ist neben der Spur. Alles in Ordnung? Wohl kaum. Ist Köpers wahnsinnig geworden? Nein, er ist nur verliebt. Der Hund ist läufig. Was ist mit Köpers? Mehr dazu im Polizeiruf am Sonntag um 20.15 Uhr. Und bereits am Freitag muss sich Lena Odenthal mit Kriegsspuren befassen. Im Jahr 2002 ändert sich was, und zwar nicht nur die Währung. So zeigen wir Ihnen jetzt immer montags ab 21.45 Uhr Dokumentationen. Wohingegen es unsere Serie In aller Freundschaft am Dienstag um 21.05 Uhr gibt. Unsere politischen Magazine kommen nun am Donnerstag bereits um 20.15 Uhr. Danach folgen dann ab 21 Uhr anderthalb Stunden spannende Unterhaltung. Und am Freitag gibt's jetzt was zu lachen. Comedy, und zwar immer um 22.15 Uhr. Das erste 2002. Etwas anders, etwas besser.